بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern im Islam, ich habe eine traurige und eine zugleich erfreuliche Nachricht. Eine traurige Nachricht ist, dass unser Bruder Hans gestorben ist. Die erfreuliche Nachricht ist, dass er halt circa fünf Wochen vor seinem Tod, im Alter von 80 Jahren, den Islam angenommen hat. Und ihr wisst, der Islam ist der einzige Weg, der zum Paradies führt, Alhamdulillah. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn, inshallah, kurz vor seinem Tod den Islam annehmen lassen und gerettet vor der Hölle. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, kommt bitte am Freitag, seid für euren Bruder da in seinen letzten Schritten auf dieser Erde, beziehungsweise wo er auf dieser Erde getragen wird. Er wird inshallah am Freitag, den 25. um 8.30 Uhr auf dem Kölner Westfriedhof beerdigt, islamisch beerdigt. Und ich bitte euch, dieser Bruder, subhanallah, 5 Jahre wurde mit ihm Dawa gemacht, von einem sehr guten Bruder, ein pakistanischer Bruder aus Bergisch Gladbach, der mit ihm zusammengelebt hat. Und er hat den Islam nicht angenommen. Dann hat der Bruder die Korane bestellt und hat sie im Karton dort stehen gehabt. Und der Bruder Hans kam, hat danach gefragt, und dann hat der Sohn, der 10 Jahre alt ist, oder sogar noch jünger, hat dann mit ihm etwas Dawa gemacht, ihm erklärt, was der Koran ist, und dann hat er im Endeffekt danach den Islam angenommen. Liebe Geschwister im Islam, Allah fi aun al-abd ma kana al-abdu fi aun akhi. Das ist eure Hilfe für den Bruder. Allah hilft seinem Bruder, solange er seinem Bruder hilft. Allah hilft dem Diener, solange er seinem Bruder hilft. Und Salat Janaza Sfatul Kifaya. Das heißt, eine Gruppe muss auf jeden Fall da sein. Einer muss auf jeden Fall mitmachen. Deswegen kommt dorthin, ihr habt einen großen Ajr. Für Salatul Janaza und die Beerdigung gibt es 2 Kirat, die so groß wie 2 Kirat Lohn. Und die sind so groß wie der Berg Uhud. Die könnt ihr am jüngsten Tag gebrauchen. Und außerdem, damit die Leute die Barmherzigkeit des Islam sehen, damit man sieht, ein Bruder, der ist 80 Jahre, keiner hat ihn gekannt. Und trotzdem kommen wir alle zu der Janaza. Trotzdem kommen wir alle und wollen dort für den Bruder um Vergebung bitten, für den Bruder um Festigkeit, dass Allah ihn festigt in seinen letzten Stunden, damit die Leute sehen, die Barmherzigkeit des Islams, damit man sieht, wie wir mit unseren Toten umgehen, wie wir damit umgehen, mit Leuten, die für die Umma nichts mehr gebracht haben, der nur im letzten Moment den Islam angenommen hat, aber das bis zu seinem letzten Atemzug, bis zum Tod, bis nach dem Tod auf seiner Seite sind und zu ihm halten. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, verbreitet diese Nachricht überall. Facebook, Internetseiten, YouTube und SMS, verbreitet es an alle Brüder, damit wir an diesem Tag, damit dort inshallah viele Jugendliche kommen aus Bonn, aus Leverkusen, überall her, versucht zum Westfriedhof am Freitag, 25. Mai 2012 zu kommen. Und die Salatul Janaza zu beten für den Bruder Hans. Jazakumullahu khairan. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr dort zahlreich erscheint. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.